Und willkommen zurück bei Project Nomads. Wir haben einiges zu tun. Ich gucke erstmal da drüben, wie die ganze Missionsbeschreibung aussieht. Denn wir müssen einige Gebäude verbessern, soweit ich das in Erinnerung habe, und auch andere Sachen machen. Also, wir sind hier nicht gerade mit Langeweile quasi beschäftigt, sondern haben wirklich ordentlich was zu tun. Da ist ein Geschützturm. Mal gucken. Hallo, ihr beiden. Exzellent, Nomade. Die Macht der Wächter ist gebrochen. Seraphim ist besiegt. Nun werden wir zur zweiten Ebene aufbrechen, um deine Freunde zu befreien. Sie werden von dem Baumeister Büldan gefangen gehalten. Er war es, der mich in die Verbannung geschickt hat. Hi, deine Insel benötigt einen Ebenenantrieb. Fahr zum Inselhafen. Dort gibt es die kostbaren Antriebe. Sag einfach, Trevain schickt dich. Dann gibt es keine Probleme. Gut. Ich erwarte dich hier. Denk daran, jede Sekunde ist kostbar. Also ganz gleich geht mir der Opa ja schon auf die Nerven. Aber wir müssen also zum Insel-Dingens Hafen und uns dort einen Ebenenantrieb besorgen. Aber ich meine, ist an sich kein Problem für uns, weil wir können es ja einfach. Aber erstmal muss ich ja mal ein bisschen sortieren. Also, ich habe im Gürtel Geschützturm Rot. Dann schmeiße ich mal kurz den komischen Spell hier raus. Und auch mal dieses Sammlerding. Dann gehe ich mir hier kurz gucken. Dann gehe ich mal rausholen. Den Geschützturm Rot und das hier. Und dann gehe ich die schon mal zusammenfügen dort drüben. In der Hoffnung natürlich, dass hier mein Sammlerding nicht verschwindet. So, hier flattert zwar noch ein Geschützturm rum, aber das ist, glaube ich, ein einer Geschützturm. Das heißt, wir können den nicht so wirklich verwenden. Ja, ist. Oh, nee, sogar ein Zweier Geschützturm. Ich bin ein Geist. Und hier ist noch ein bisschen Dingens, ne? Hier, wisst ihr schon. Tralala. Und Pipapo. So, hallo du Presse. Also Geschützturm und Geschützturm ergibt. Pam, ein Zweiergeschützturm. Und das da und das da ergibt eine bessere Windmühle. Wunderbar. So, dann gehen wir mal weiter gucken, was wir hier so finden können. Also ich hoffe, hier gibt es noch einige Artefakte. Artefakte. Tötö. Da drüben ist ein Chatpack. Na bitte, das ist doch mal echt hilfreich. Ich bin mal wieder ein notorischer Speicherer. So. Pam. Niau. Pam. So, jetzt können wir auch da unten den Turm mal mitnehmen. Jetzt können wir wieder hochfliegen zu dem Ding. Also zu der Presse. Wupp. So, und dann können wir mal das hier, soweit ich weiß, und das hier. Pam! Wir sehen schon im Gürtel, was wir uns da kreiert haben. Das ist eine etwas bessere Waffe. Aber leider habe ich immer noch kein Schissnit. Wenn ihr versteht, was ich meine. Warte mal, ich habe jetzt eigentlich nur Recyclingtürme hier stehen. Genau, das ist ein Recyclingturm. Und das da hinten ist ein Recyclingturm, ne? Ist natürlich etwas ungünstig, aber wir werden da schon irgendwie schaukeln, das Ding. Genau, das ist auch ein Recyclingturm. Naja, dann werde ich mal diesen Recyclingturm hier da vorne hinstellen. Weil besser können wir den nicht aufwerten und alles andere bringt uns nichts. Dann gehe ich mal hier diese Mühle abreißen. Das ist ja eine normale Mühle. Pam. Und geht da mal die verbesserte Recyclingmühle hinstellen. Die da nehme ich. So, dann stelle ich die genau dahin. So, weil die füllt nämlich die Energie, wie man sieht, etwas schneller auf. Also schon einige schneller. Was uns irgendwann mal zum Vorteil gereichen sollte. So, jetzt mache ich mir mal auf, um diesen Sammler zu kombinieren. Da kommt, schweb endlich. Steuerung. Und klatsch. So, wunderschön gegen die Felswand gehauen.
Ich weiß nicht, so Sammler, 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 Sammler. Jetzt haben wir einen doppelten Sammler. Ich weiß zwar nicht, wofür er eigentlich gut ist, aber wird schon irgendwas bringen. So, jetzt sammle ich da unten nochmal kurz, nachdem ich hier den Hang runtergestolpert bin, diesen Speicher auf. Dann gehe ich mal zurück zur Insel, lager da mal ein bisschen was ein und dann gucke ich mal, was ich noch so machen kann. Da lagere ich mal hier die Windmühle ein. Und den Kampfzauber vielleicht auch noch. Und das geht nicht mehr. Und dann gucke ich nochmal kurz rum, ob ich hier irgendwo irgendwas vergessen haben könnte. Weil wäre höchst peinlich, wenn es so wäre. Wir wollen ja hier nichts vergessen. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Da bin ich fast in so ein komisches Schrapp-Schrapp-Viech reingeflogen. Hier oben ist nichts, da unten ist nichts. Ich denke mal, wir haben soweit alle Artefakte von der Insel abgegrast. Also ich sehe jetzt auch keine an der Stelle. Deshalb denke ich mal, ist das schon in Ordnung. So, dann werde ich mal landen irgendwie. Hallo, landen. Lande ich mal, dann stelle ich mal den Sammler dahin. Oh, dann stelle ich den Sammler nicht dahin. Ja, würde man sagen, wir haben soweit aufgerüstet. Repariert ist ja, denke ich mir mal, auch alles. Naja, fast. Das ist alles ganz, das ist alles ganz. Alles ganz picobello. Jetzt haben wir, denke ich mal, schon zwei etwas bessere Geschütze hier am Start. Auch eine bessere Windmühle, die sehen wir hier. Ja, ich denke mal, dann könnten wir uns eigentlich auf den Weg machen zu einer neuen Mission. Pam. Wir speichern mal. Zacki, zacki. Und verschwinden. Vom grauen Markt. Tja, mal gucken. Zum Inselhafen heißt es also, um uns dort einen besseren Antrieb zu besorgen. Tja, das wird noch eine Ecke werden. Ich meine, dass er den Antrieb einfach so gratis kriegen soll, einfach nur weil ein Trevain geschickt hat, finde ich ja schon ein bisschen merkwürdig. So, das sind irgendwelche Statuen, keine Ahnung, was die für eine Bedeutung haben. Tja, ja, da sind wir, da ist ein Felsen, da ist noch eine Statue. Soll vermutlich Baumeister darstellen. Laden. Der Inselhafen. Hier wurden die kostbaren schwebenden Inseln der Nomaden zu Schlachtschiffen umgebaut. Ich hätte den Turm nicht hinstellen sollen. Kostbaren Ebenenantriebe, ohne die keine Insel die Abgründe zwischen den Ebenen überwinden konnte. Ich meine, ich frage mich zwar sowieso, warum die sich wegen Abgründen alle so einpissen. Weil die ganze Welt besteht quasi aus Abgründen, aber egal. So, das ist der Inselhafen da vorne. Ja, und da wir nichts Böses vermuten, speichere ich nochmal ab. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie der Quicksave eigentlich wieder funktioniert. Und fliege einfach mal drauf zu. Trala. Ich bin so ein bisschen naiv. Der Inselhafen, Alles ganz ruhig, ja. Also der ist schon etwas größer. Von der Anlage her, man sieht auch, da ist so einen riesigen Hangar in der Mitte, Kräne und alles mögliche. Tja, der Inselhafen. Schöne Sache, das. Hier sind ja auch Haufen sonderbare technische Sachen, Kisten, Kästen, alles mögliche, was man hier so finden kann. Tja, kann ich hier noch irgendwas reinstopfen? Nö, kann ich nicht. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal auf den Inselhafen drauf, ne? Sieht ja eigentlich alles ganz ruhig aus, obwohl ich überhaupt keinen Menschen hier sehe. Hm. Schon ein bisschen merkwürdig. Hallo? Hallo, Echo. Ist hier irgendjemand da? Sie sind weg. Sie haben sie mitgenommen. Oh, ist einer aufgetaucht. Hallo. Trevain schickt dich. Jo, Mann. Wenn du uns von den Wächtern befreit hast, gebe ich dir einen Ebenenantrieb. Danke, Mann. Was? Das ist unmöglich. Die Wächter...
Ich dachte, die Wächter wären geschlagen. Das dachte ich eigentlich auch. Sie greifen an. Hilf mir. Ja, Hilfe. Na, du bist witzig. So, das ist schon mal weg. Dann kommt da drüben was an. Da hinten kommt was an. So sieht es nämlich aus. Hilfe! Scheiße, da kommt ein Bomber. Da kommt einfach ein kackter Bomber. Ich weiß nicht, was ich gegen ihn machen soll. Hilfe, wo ist mein Flugzeug? Nein, kein Bomber. Bitte nicht. Ich habe doch gerade meine Insel so schön aufgebaut. Du bist so ein dummes Arschloch. Ich hasse Bomber. Nein. Aua. Das hat wehgetan. Was sucht eigentlich dieses Ding da hinter mir, hä? Nein, nicht schon wieder. Meine Turm, mein alles, mein... Hilfe. Ich muss noch kurz nach meiner Insel gucken. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich wollte also... Ich kann jetzt nicht mehr auf meine Insel zurück, das ist ein bisschen doof. Scheiße. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Wie viele Bomber kommen denn hier an? Nein. Was soll denn das hier werden? Das war meine dicke Kanone, ich komme nicht mehr zurück. Da drüben liegt mein ganzer Stuff rum, ihr Quatschköpfe. Ja, ihr, was wird das denn jetzt? Nimm deine blöden Hände weg, du mechanischer Orang-Utan. Das ist meine Insel. Hey. Sie stehlen alle Inseln und den Antrieb. Ach was. Schnell. Versteck dich dort auf der Insel. Dann bringen sie dich zu ihrem Vorposten. Du musst zum Vortex-Rotor vordringen. Dann kannst du deine Insel zurückgewinnen. Der Vortex-Rotor? Hilfe! Ihr seid doch alle blöde. Auf welche Insel soll ich mich jetzt eigentlich begeben, hä? Hallo? Ich glaube auf die da. Mann, meine schöne Insel, alles ist kaputt. Alles haben sie mir geraubt, alles haben sie mir genommen. Ihr seid doch echt beknackt. Ich speichere mal. Hallo? Oh oh. Da kommt das Ding an. Ich verstecke mich. Hallo? Das sieht aus wie so eine retrofuturistische Dampflok hier. Ich meine, die klauen einfach die Inseln. Das ist jetzt eigentlich nicht wirklich nett. Oder hätte ich mich da verstecken sollen? Ich verstecke mich gerade hier. Ist das falsch? Schnell. Das ist deine letzte Chance. Ja, ja. Wollen sie die Insel nicht mitnehmen? Hallo? Ah ja, doch wollen sie. Ich stelle mich mal hier oben hin. Ich weiß nicht, ob ich mich hier so zeigen darf. Aber da kommt noch so eine dicke Dampflok an. Die sie jetzt gleich diese Insel hier schnappen wird, denke ich mir. Ich meine, wie bleibt das Ding eigentlich in der Luft? Miau. Soll ich das witzig finden eigentlich irgendwie? Tja, jetzt haben wir hier so eine Art Freifahrt gebucht. Unsere Insel ist weg. Der Hafen ist ziemlich angegriffen. Und, wohin werden wir verschleppt? Ladebildschirm. Ach, herrje. Alles voller Wächter. Wer ist das denn? Shark 3, du bist zum Start freigegeben.
Folge uns. Aha. Wie jetzt folgen? Was folgen? Tja, wir haben also ein kleines Problem insgesamt. Wir wollten uns nur einen kleinen Ebenenantrieb besorgen, aber wurden unerwartet, gekapert. Unsere Insel ist weg, unsere Hoffnung ist weg, unsere Träume sind weg. Und wir müssen jetzt vermutlich, so wie es aussieht, da drüben das Flugzeug schnappen und hier einen schnellen Abgang produzieren. Ich weiß auch nicht, wer eigentlich noch der Anführer der Wächter ist, ob das diese Tomate auf dem Sarg da oben ist, oder diese, keine Ahnung, Weintraube auf dem Sarg. Oh. Hey. Position zum Formationsflug einnehmen. Shark 3, wo bleibst du? Ja. Ich komme ja gleich. Ich komme gleich in der nächsten Folge quasi, wollte ich sagen. Denn wir werden uns quasi da drüben an den Hangar ranschleichen müssen und das Flugzeug bemannen. Aber bis es soweit ist, würde ich sagen, ich speichere mal kurz ab. Spiel speichern. Hier, neuer Spielstand. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Project Nomads wieder. Bis dahin erstmal tschüssi und auf Wiedersehen.